So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dommel dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Moon Stompy gegen Turbo Dredge. Hm. Zwei sehr, sehr, sehr sweet Decks. Leider war es sehr, sehr hell, wodurch ich sehr hart die Dunkelheit nach oben drehen musste, was man auch so ein bisschen sieht. Boah, das sind echt fette Kontraste. Ja. Ui. Leider Gottes. Ja. Manchmal spielen wir halt im Sommer. Manchmal sind wir so eklig. Boah. Und dementsprechend ist das genau passiert. Ja, Turbo Dredge, aktuell wieder ein Deck, was ihr, glaube ich, sogar letzte Woche gesehen habt im Deck-Tag. Und sehr, sehr cooles Deck, was einfach versucht, Turn 1, Turn 2 möglichst coole Sachen zu machen. Moon Stompy auf der anderen Seite, ein traditionell schlechtes Matchup für Moon Stompy eigentlich. Mhm. Aber von der Grundidee her ja mittlerweile gar nicht mehr so schlecht mit Unlicensed Hearth und so weiter, oder? Oh, du hast Hearth, du hast Ferris, du hast die Leylines als Klassiker. Dann kommt halt stark drauf an, wer fängt an. Mhm. Das ist halt die Sache, weil du kannst dem Turn 1 ein Hate Piece hinsetzen, was er erstmal beantworten muss, dass es ihn ausbremst. Derzeit kannst du sein Gesicht massieren. Und die andere Frage ist halt, wie gut oder schlecht dredged er. Ja, genau. Also Dredge ist ja immer ein bisschen luckabhängig. Ja. Dementsprechend muss man da immer wieder schauen. So, da hat er jetzt zum Beispiel keinen guten Dredger gefunden. Oder keinen zweiten Dredger gefunden. Genau, keinen zweiten Dredger, nur den und Dredge jetzt, 6. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, immer noch kein richtiger Dredger. Dann draw, discard man. Ja, dann discard man einfach und dann draw und discard. Man zieht noch die zweite Karte. Breakthrough. Okay. Jo. Spannend. Genau, dann würde man, glaube ich, einfach in Kirby Therapies gehen, weil man hat, glaube ich, zwei oder drei Bridges, was halt eine Menge ausmacht. Ja, ja, dann kannst du das Board schon mal voll machen. Das ist ja das Geile an dem, oh, wie heißt der? Poxwalker. Poxwalker, der sieht sich ja, also man opfert den für die Kosten und dann sieht er die Karte aus dem Friedhof gehen und kommt wieder aufs Feld. Genau, dadurch hat man praktisch gratis zwei Kirby Therapies, die jeweils zwei Zombies bringen. Ach, es ist schon eine gute erste Runde. Ja, das ist schon ordentlich. So, Chell ist wahrscheinlich angesagt. Jo, wahrscheinlich. Oder man wusste nicht, wo jemand spielt und hat Forsavel angesagt. Das kann auch sein. Bin mir gerade gar nicht sicher. Es sieht eher danach aus, als wäre es ein Into the Blind gewesen. Hm. Und dann, ja, okay, die zweite Cable Therapy hittet halt und dann wahrscheinlich Chalice. Boah, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich würde hier wahrscheinlich den Broadside nehmen. Oder Broadside, die Trinisphäre. Oder, ja, Trinisphäre ist gar nicht mehr so relevant, glaube ich. Das Relevanteste ist, glaube ich, der Broadside. Oder natürlich die Fable. Boah. Da würde ich, glaube ich, eher die Chalice oder die Trinisphäre nehmen. Mm. Weil du bist auf dem Board, bist du eine Macht. Ja. Also das Board kriegt Stompy nicht mehr gehandelt. Ne, irgendwie nicht. Falls man im Hintergrund Gewittern hört, wir erwarten das erste Sommergewitter dieses Jahr. Jo. Mit Gewitterwarnung rot laut Allianz. Danke, Allianz. Nicht gesponsert, by the way. ja, hier wird ein bisschen überlegt. Es ist gar nicht so einfach. Und man nimmt die Trinisphäre, ja. Ja. Weil wenn die liegt, kann man halt nichts mehr flashbacken und man kann halt auch nichts mehr reanimaten. Ne? Ja, aber ist das jetzt noch so relevant, wenn er jetzt in der ersten Runde irgendwie die Trinisphäre legt und dann in der zweiten, dann hast du schon für 8, 11 Damage jetzt schon zugehauen. Ja, aber was wäre dann relevant? Der Broadside, der blockt nur einen weg. Und holt dir die Brücken raus. Ja, ja, das ist ja, ist halt immer wie bei Dredge. Dredge hat ja so knapp 85% Winrate im ersten Game. Und das zweite und dritte sind ja halt eher so 35, 45, irgendwas dazwischen. Das heißt, es kommt wirklich so ein bisschen darauf an, wie glücklich man ist mit dem Dredgen. Manchmal reicht ein Dredger wie hier, wenn man gut ist. Aber hier kam jetzt, glaube ich, nichts. Dann geht man einfach für 11 hauen. Ja, stimmt, der Poxwalker ist ja noch 3 vorne. Mm. Ey. Hätte man auch fast schon einfach ziehen können. Aber hätte man die Bridge gezogen, das wäre schlecht gewesen. Ja, okay, das weiß man ja nicht. Ja. Das ist richtig. Das ist eigentlich schon ein Scoop, weil man hat kein Fury gezogen, um irgendwie Kreaturen loszuwerden.
Fury ist natürlich geil. Das kannst du so stacken, dass das auf jeden Fall stirbt, bevor eine andere Kreatur steht. Bevor die anderen Kreaturen sterben. Das macht auf jeden Fall die Bridges kaputt. Das ist generell immer gut, sowas zu machen. Ja, einfach nur eine Kreatur reinlegen, um die Bridges wegzukriegen, ist immer ein Plan. Ja. Ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass hier die Version wesentlich stärker auf die Bridges baut. Mhm. Weil ja auch zum Beispiel der Mama Bär oder so ja tatsächlich auch sehr... Die arbeitet hart mit den Zombies. Genau, mit den Zombies 2-2. Arbeitet. Boah, ja, was machst du halt, ne? Eigentlich nichts mehr. Ne. Rebel Master. Den kannst du schon durchgehen lassen. Ja, kannst du eh nicht blocken. Nee. Okay, man muss jetzt gleich den Poxwalker blocken. Huh. Nein, wenn der Poxwalker nicht... Oh, da ist noch eine Bridge. Das ist natürlich nice. Oh, eine Cave Therapy. Mama Bea. Ja, das ist... Der Drops ist gelutscht. Ja, Cave Therapy hat man hier für 4 Zombies. 3 Zombies. 3 Zombies. 4 Zombies. Alle 4 Brücken drin. Ja. Ja, dann wird die zwar gecountert, aber das ist egal. Ja, es ging um den Sack-Effekt. Genau, Sack-Effekt kommt wieder getappt und man hat 4 weitere Zombies, die noch nicht angreifen können, weil noch, glaube ich, kein Anger im Friedhof liegt. Doch. Da und. Ist das nicht der Ox of Agonis? Oder ist das der Ox? Das kann auch sein. Ja. Nee, können auch nicht angreifen, stimmt. Ja. Ja, tatsächlich, die Version spielt Anger. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Anger ist hier so eine meiner Lieblingskarten, wo ich früher ganz viel Decks drum gebaut habe. Ja, Anger ist eine super Karte. Und da muss man halt dann auch schauen, wie die arbeitet. Ich meine, ich finde die ja alle cool. Wanda und so haben ja auch einen sehr schönen Effekt. Ja. Und hier wird dann gescoopt. An dieser Stelle einmal Werbung für meine Patrons. Vielen, vielen Dank für alle Leute, die mich unterstützen. Da sind jetzt einige in letzter Zeit dazugekommen. Vielen Dank dafür. Aktuell ist wirklich so rauf und runter und rauf und runter und rauf und runter. Dementsprechend vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Leute. Und wenn das was für euch ist, könnt ihr mal nachschauen. Ab 3 Euro könnt ihr mich unterstützen. So, wir hatten einen Mulligan. Das kann sein. Ja, also Mulligan, du musst auf 6. Bei Moon auf jeden Fall Mulligan auf ein Hate Piece. Ja. Oder das. Ja, oder ins Gesicht, aber dann wird wahrscheinlich irgendwas auf der Hand sein. Ja, eine Fairy ist noch mit auf der Hand. Ja, eine Fairy ist gut. Fairy kann auf jeden Fall was machen. Fairy ist halt ein gutes Hate-Piece, was man nicht erwartet. Ja, das ist richtig. Und der Rebel Master macht jetzt halt Druck im Gesicht. Das ist halt das Gute tatsächlich. Weil Damage kann das Deck nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr so gut auf... Doppel-LED und nichts passiert. Was? Das ist ja... Was? Hä? Das ist ja dämlich. Vor allem, dass man dann schon fetcht. Ja, ist irgendwie weird, dass man dann einfach schon mal fetcht. Vor allem dann auf einem Duel, wo ich mir denke, Ja, also irgendwie... Irgendwie hätte man da auch warten mit können. Ja. Tatsächlich. Aber, naja, was soll schon passieren? Was könnte schon schief gehen, genau. Ja, ansonsten vom Prinzip her versucht man jetzt einfach nur schnell zuzuhauen, richtig? Ja, jetzt geht einfach nur noch auf Gesicht. Deswegen liegt der Rebel Master. Du baust Druck auf und die eine Kreatur reicht ja. Der macht jetzt die Runde, hat er schon insgesamt 7 Schaden gemacht. Und nächste Runde kommt da schon der dritte Token, dann sind es 8 Schaden, die noch zusätzlich draufkommen. Also, und du hast halt mit der Fairy was in der Hand, wo du was interrupten kannst. Ja. Falls er jetzt irgendwas probiert. Ja, Damage ist halt... Wie viel Damage machst du denn? 1? 1, dann, 6? Also in Summe 1, 7, 15. Oh, das ist schon schnell tatsächlich. Da wurde ein LED gecrackt für, vermute, was für ein Mana denn? Rotes? Okay. Da hat man jetzt 6 Handkarten? 2, 4, 6. Ah, nee, man hat mit Gegnern angefangen. 7. Für die Dinge. Macht man da jetzt einfach die Dinge dazwischen? Ah, okay.
Ich erinnere mich, es geht nochmal jetzt drum, wann, Judge Call. Wann triggert die Servlet-Kollision? Mittlerweile wichtig für alle Modern-Spieler, weil das ja in Arena 3 kommt. Und zwar wird es aktiviert und man kann es nur aktivieren, wenn man 7 Karten im Friedhof hat. Das bedeutet, die Aktivierung wäre sonst nicht möglich. Das heißt, man muss es vorher machen. Das funktioniert nicht, weil Lines sind damit eine Mana-Abilities, auf die man nicht reagieren kann. Die geht nicht auf den Stack. Genau, auf die kann man nicht reagieren und dann wird halt dann schon aktiviert. Jetzt ist die große Preisfrage. Nimmt man jetzt einfach mit der Ferry man nimmt den Engel raus. Man hätte auch überlegen können, ob man die Bridge rausnimmt. Aber da war der Engel noch bei und den ohne die Bridge ja, dann kannst zieht man drei. Ohne den Engel kannst du das halt ab. Ja, das war praktisch GG. Das war im die Fairy ist halt so strong. Ja, die ist super. Aber es ist nur mit einem Dredge, also es ist halt manchmal auch gefährlich. Und es ist, Dredge sieht super überraschend aus, wenn man selber am Zug ist und da hart reinknallt. Wenn aber der Gegner irgendwie dran ist, oh, spannend. Wer hätte überlegt, einen Mountain zu nehmen und vielleicht sogar einen eigenen Token abzuschießen? Stimmt, könnte man auch machen, ja. Ja. Nach dem Angriff. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann haben wir noch 4. Das ist krass. Ja, wobei, nächste Runde ist eh aus. Ja, das ist diese Runde schon aus. Also, ja. Faces Looting. Siehst du zwar, kannst nicht dredgen, wirfst zwar weg und dann passiert gar nichts mehr. Ja, man könnte jetzt mal Dredger ziehen und könnte es LED benutzen. Ja, das könnte noch weitergehen. Das könnte noch klappen. Sein, da funktioniert noch was. Und dann spielt man die und dredged. So, und dann muss aber auch irgendwas Krasses kommen. Ja. Also nur eine Möbe oder so nützt nichts. Und du hast nur den einen Dredger aktuell. Nee, ich wüsste auch nicht, was da kommen sollte, ehrlich gesagt. 4, 5, 6. Zwei Möben, ja. Die verkaufen dir eigentlich Zeit, aber jetzt eigentlich nicht, weil... Nee, ist nicht genug. Man zieht noch eine Karte und wirft noch beide Karten ab. Ja. Da macht man dann halt auch nichts mehr. Da war nichts bei. Nö. Nee. Absolut nichts. Stern die Missile halt zum Bouncen, aber sonst nichts. Das ist bad. Ja. Das war nicht schön. Nee. Also das ist halt was, wo ich sagen muss, sowas passiert halt auch. Und das kann man einfach in Comet gehen, einfach tot prügeln oder nicht. Ja, oder gehst halt her und bei die Nakomöbe. Doch klar, gehst in Combat. Dann muss er den und den blocken. 3 Schaden kriegt er auf jeden Fall. Also er hat danach noch ein Leben, aber er verliert, er kriegt halt auch wieder 2 Zombies, die halt irgendwie. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist da auch noch ein Shattered Skull Smashing auf der Hand. Also ja. Wären die auch gegangen. Ja, das ist richtig. So. Ja, nächstes Game, Game 3. Wie gesagt, Turbo Dredge, beziehungsweise Dredge generell nicht so gut. Game 2, Game 3. Mhm. Jetzt haben wir nochmal einen Start von Turbo Dredge. Das ist ja oftmals die bessere Start. Aber das ist... Ui, da ist ein Unlicensed Horrors. Und Furious. Hast du gesehen, was die mittlerweile kostet? Ein paar Euro. 26 Cent. Also generell diese Sonderzeitschrift Artworks haben echt einiges gemacht. Gott, sind die hässlich. Ja, die sind nicht hübsch. Ja. Da kommt ein Hearse. Reicht der schon? Macht der schon genug? Ja, theoretisch ist das richtig. So, dann ist die Frage, ja okay, dann kannst du den Affen... Ja, oder nimmst du eine Chalice auf 1? Chalice auf 1 ist schon ziemlich gut, ja. Puh, bei der Hand vor allem. Ja, weil du kannst keine Cable Therapy mehr casten. Du kannst die ganzen Impulse Draws nicht casten. Werden. Da ist ein Anger noch auf der Hand. Eine LED wäre jetzt noch drin tatsächlich. Oder beim Rebelmeister, glaube ich. Wenn jetzt die Unlicensed Hearse kommt, ist glaube ich ganz gut. Das wäre ganz gut, ja. Unlicensed Hearse und nächste Runde kann man dann anfangen. Oftmals ist es so, dass Dredge halt um ein Piece herumspielen kann, aber das zweite nicht. Also das zweite Piece ist meistens problematisch. Da geht die Cable Therapy raus. Ja, End of Turn halt wegfressen, ja. Und dann... Dann mal schauen, was los ist. Das ist ein Affe und ein
Rebel Masters. Einfach Rebel Masters Spell. Ja, klar. Ja, oder? Ja, okay. Oder du machst halt Krüppelkeule, ne? Na ja, auf der anderen Seite hat er halt Fetch in da draußen. Der kann halt auf eine Insel fetchen. Und auf ein Duel. Ja, also den Einfetch hätte ich halt nicht gemacht. Ich hätte halt nur die Insel gefetcht, das war's. Ja, wofür willst du halt einen Mountain fetchen? Ja. Das Leben hättest du dir auch sparen können, ja. Das ist korrekt. Auf der anderen Seite gibt es auch schon Versionen von Dredge, die tatsächlich so ein Cycle-Land spielen. Nicht so ein Cycle, sondern Survey-Land spielen. Ja, das kann dann schon echt krass sein. Mm. Das war halt jetzt lucky, dass das nur die Scalding Tarns waren, ne? Mm-hmm. Dass da nicht irgendwie auf Schwarz noch hätte gefetcht werden können. Ich weiß gar nicht, ist ein schwarzes Basic drin? Nö. Okay. Nur ein Mountain und ein Island. Hm. Ja, und dann... Mehr ist nicht. Hat man den Gegner ziemlich hart gebumst schon. Ja. Auf der anderen Seite, es kann halt immer noch was mit Lines Adamant into 5 Dredger oder sonst was sein. Oder Hardcast, Nahkommöbe, auch ein sehr guter Play. Ja, ist halt... Du weißt, dass das Spiel fast rum ist, wenn das passiert. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so, Leute. Das ist schon übel. So, jetzt hat man aber nur noch einen Mountain. Das heißt, man muss jetzt irgendwas überlegen. Ah, nee, man hat ja auch den Affen für... Richtig, man hat noch einen Affen für einen dicken Drop. Mm. Und der Rebel Master macht jetzt so langsam oder sicher, aber sicher. Den Sack dann zu, ja. Den Sack zu, genau. Beat so, Endschaden und dann immer weiter. Alles weiter. Da ist sogar die Frage: Hat Dredge Removal für sowas wie Chalice oder Hearse drin? Ja. Den Bounce-Spell? Jupp. Also schaltet die Chalice den Removal ab, super. Ja, also man hat manchmal noch ein 2-Mana-Bounce-Spell, aber generell ist der Artefakt-Hate im Vergleich zum Enchantment-Hate sehr gering. Und, noch nicht mal sowas wie Shenanigans? Nee. Boah. Deswegen, also das merkt man einfach, dass in diesem Deck mittlerweile sehr viel mehr Richtung Leyline oder so gemacht wird und gesagt wird, ja, den Rest kann man halt schon umspielen. Das ist halt richtig. Das Deck kann sehr, sehr viele Hate-Pieces umspielen. Mhm. Solange es nicht zu viele sind. Und das ist eher noch oftmals das Problem, dass es einfach zu viele Hate-Pieces sind. Und 2 Hate-Pieces sind manchmal mit einer guten Hand machbar. Spätestens ab 3 Hate-Pieces ist es halt einfach rum. Da geht ein Rebel Master rein. Dann würde ich mal davon ausgehen, dass da noch einer kommt. Jo. Das jetzt Full-Blown Party. Ja, das ist relativ schnell um. Da macht es noch nicht mal einen Unterschied, ob man jetzt das Fury in den Chromox gepitcht hat oder nicht. Naja, man hätte es, glaube ich, schon machen können. Ja, aber Fury räumt halt auch mehr. Mal Blocker weg, deswegen. Ja, wenn man eine rote Karte zieht. Ja, ja, aber das machst du ja genug. Der Rebel Master kriegt jetzt 6. Das sind 10 Schaden, die dann 10 geflogen kommen. Ja. Es ist halt jetzt die Frage, ob das einen Unterschied macht, ob man auf 1 geht oder auf 7. 4, 6, 10. Tja, also man könnte jetzt auf 1 gehen, aber dann ist man nächste Runde auf jeden Fall tot. Man könnte jetzt halt 6 Damage blocken und dann ist man auch nächste Runde tot. Ja, deswegen, also mal so oder so nächste Runde tot, ist die Frage, ob die Nahkommöbe was ändert, wenn die auf dem Board ist. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich wüsste nicht, wie. So, jetzt wird natürlich spannend vom Draw, weil man müsste jetzt halt auf jeden Fall genug Sachen haben, um Dinge zu tun. Theoretisch, ja. Und selbst dann wird es so schwierig. Ja, allein das Hearse frisst dich halt, ne? Für jeden Fall ein Dredger dabei. Das Hearse blutet dich halt aus und die Chalice blockiert dich. Ja, ich sehe halt ein Mana-Spells zum Drawn, aber halt nichts zu machen. Nee. Man hätte noch einen Ochsen auf der Hand, den man spielen könnte. Weil das kann das Hearse nicht unterbrechen. Ja, aber du hast keine Karten im Friedhof. Ja, mit dem LED schon. Stimmt. Mit dem LED ging es.
Mit dem LED ginge es jetzt aber nicht mehr. Nö. Dann kriegt man das LED für rot. Dann können das mal noch, das ist zu viel. Das. Ja, 2-1 für Moonstompy. Einmal weggeprisoned hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.